Ihre Frau Hilde ist zugleich Ihre Managerin. Das ist äußerst ungewöhnlich. Aber ist es nicht auch sehr gefährlich? Werden durch die Kombination Ehefrau-Managerin nicht sehr viele berufliche Meinungsverschiedenheiten so in die Ehe, ins Privatleben mit hineingeschleppt? Naja, selbstverständlich werden berufliche Meinungsverschiedenheiten auch in die Ehe mitgeschleppt. Ich glaube, das ist nicht nur in Künstlerehen so. Ich nehme an, das ist in vielen Ehen so, dass über den Beruf des Mannes diskutiert wird. Aber meine Frau versteht was von dem Beruf. Die hat das genau wie ich von der Pike auf gelernt. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie viele anderen Ehen die Frauen so viel von dem Beruf ihres Mannes versteht. Und das finde ich schon sehr gut. Also auf das Urteil meiner Frau kann ich mich hundertprozentig verlassen. Sie ist überhaupt der einzige Mensch für mich, dem ich hundertprozentig glauben und vertrauen. Und Vertrauen ist ja für Eheleute eines der wichtigsten Dinge. Vielleicht das Wichtigste. Hm? Wann und warum hat Ihre Frau eigentlich angefangen, sich als Managerin zu betätigen? Ja, warum? Mir liegt es nicht so, die geschäftlichen Verhandlungen. Wann das angefangen hat, ich weiß nicht mehr. Also irgendwann wahrscheinlich hat mich jemand gefragt etwas und ich habe gesagt, bitte fragen Sie meine Frau. Die hat wieder gesagt, bitte fragen Sie meinen Mann. Ich habe wieder gesagt, bitte fragen Sie. So hat sich das wahrscheinlich eingespielt. Zahlen Sie Ihrer Frau Manageranteile oder kommt alles in den gemeinsamen Familientopf? Manageranteile. Nein, ich hab gesagt, Schnurribur, bekommst von mir 95%, wenn ich nicht nach Amerika muss. Kümmern Sie sich überhaupt nicht um geschäftliche Details bei Vertragsverhandlungen? Oh doch, also ich gehe mit meiner Frau vor einem definitiven Vertragsabschluss Punkt für Punkt durch. Und in den Vorverhandlungen, da bin ich eigentlich nicht so dabei, weil es wird also so viel verhandelt und so viel vorverhandelt und dann kommt es erst nicht zu einem Abschluss. Aber am Schluss, im Endspurt, da schalte ich mich schon ein und mache Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Hey, welche Schwierigkeiten denn? Naja, sagst du, es ist zu wenig Geld? Oder? Nein, also ich bin in den Kleinigkeiten, da fitzel ich und futzel, ich kann auch aus meiner Haut nicht heraus. Aus Prinzip? Oder? Ja. Ihre Frau begleitet Sie natürlich auf allen Ihren beruflichen Reisen, aber nun haben Sie auch zwei Kinder. Wer kümmert sich denn um die? Also in erster Linie meine Frau. Und wenn sie geschäftlich unterwegs ist, das ist ja in einem Tag heutzutage erledigt bei der Fliegerei. Meine Frau, die fliegt ja im Gegenteil. Die fliegt gerne. Die ja. fliegt gerne, nicht wahr? Und dann haben wir seit der Geburt meiner Tochter Susi eine ausgezeichnete Kinderschwester, die Detta. Ich hätte sie ja gerne mitgebracht, die Detta, weil die Susi möchte die Detta unbedingt einmal im Fernsehen sehen, aber sie ist etwas kamerascheu. Und die Detta, die kümmert sich auch jetzt seit 3 Jahren um den kleinen Michael. Susi ist wie alt jetzt? 8 Jahre. Und der Michael? 3. Aber die Susi geht schon zur Schule? Die geht schon, ja, sie ist sehr brav, muss ich sagen, ja. Und wo sind Sie eigentlich in die Schule gegangen? In Wien. Sie sind geborene Wiener und sind gleich in Wien zur Schule gegangen. Ich bin in Wien in die Schule. Ich habe Ihnen aber einen Film mitgebracht. Also mein Vater hat vor vielen Jahren einen Film gemacht von... Das hätte ich jetzt wirklich beinahe auf Ehr, sagt man in Wien, vergessen. Ja, da wollen wir gar nicht mehr lange drüber reden. Den Film wollen wir jetzt uns gleich hereinspielen und Sie sagen uns ein paar Sachen dazu, ja. Wo und wie. Vielleicht ist die Technik dann soweit. Dann hat Ihr Vater aufgenommen, wann? Ja, ich weiß, da bin ich in die Schule gegangen mit 6 Jahren. Also das war 1933. Aha, ist ja fast schon wie beim Fernsehen, muss man auch um 7 Uhr aus der Klappe. Das ist meine Mama, ja, jetzt sitzt sie die. Oh, ey, naja, das war ein dunkler Punkt bei mir. Meine Mama, das... Der Schulfreund? Ja. Aber damals schon Angelwasser, nicht? Ja. Damals gab es noch Fische in dem Wasser, das ist halt nimmer mehr so. Aber ich finde das erstaunlich, also Muhammad Ali, ne? wie mein Vater das damals schon mit dieser relativ primitiven Kamera gefilmt hat. Und alles mit so kleinen Heim- und die Schriften. Hat er alles selber gemacht? Hat er alles selbst gemacht, ja. Das Büblein ist der Peter. Ja, Schatz, na bitte, da komm schon. Sportlicher Junge. Also, da kommt er, zack. Ein kleiner Bäumler. Ne? Aber wirklich sind fantastisch noch. Für eine schmale Filmkamera war das da damals. Ja, 9,5 mm Kamera. Das Kaliber gibt's ja. Das ist meine Mutter. Also die hat da schon ein ziemlich modisches
Kleidungsstück. Also Jul Brünner auf Abwägen. Ist der Papa? Oder ein Schwimmlehrer? Nein, das ist der Schwimmlehrer. Der Papa hat er gefilmt, Entschuldigung. Das war in einer Militärschwimmschule, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Aber Sie haben es jedenfalls gelernt, Sie können heute schwimmen. Ja, ausgezeichnet. Also, nämlich wieder. Aber es geht. Aber ein sportlicher Junge. Eislaufen, schwimmen, Leidenschaft, rudern. Sportsmann. Das ist gespenstisch, wenn man diese Aufnahmen mal sieht. Aha. Tja. Mit dem Kameramann nicht ganz zufrieden. Nein, aber es ist ungeheuerlich, dass ich das über 33 Jahre, wie alt ist das? 34 Jahre jetzt hier. Ja. Ungeheuerlich.